Ja, hallo Tag auch. Willkommen zu Alien Barbecue. Leute, heute gibt es einen Schweinebauch. Hier, Schweinebauch mit Gedöns. Hier, Gewürzmischung von mir. Das ist Red Rub Rising. Findet ihr auf meiner Webseite. Hatte ich neulich mal probiert. Was braucht man noch hier? Einen ganzen Eimer voll Gemüse. Das ist hier, was ist denn das? Petersilie, Snackpaprika, Zuckerschoten. Da ist ein bisschen Ingwer, Knoblauch, eine Zucchini und Frühlingszwiebeln. Und das da sind Sprossen. Mungbohnen, Sprossen und Sojasprossen. Wir brauchen hier noch so ein bisschen Rübenkraut. Ich weiß nicht, vielleicht heißt es bei euch Melasse. Wir brauchen so eine süße Chili-Soße. Da hinten steht noch Wustersoße und Sojasoße. Oh, ganz schön viel. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Schweinebauch. Ja, dieser Schweinebauch hat angeblich Knochen drin, aber diese Knochen sind eigentlich nur Knorpel in diesem Fall. Die lasse ich drin, weil sonst würde ich das Stückchen Fleisch da hinten komplett verlieren. Mache ich nicht. Okay, was ich mache ist, ich ritze das jetzt nicht so längs ein, sondern genau, wie nennt man das denn? Quer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ritze ich das jetzt so ein und zwar nur durch die Haut, damit ich später einen guten Anschnitt für meine Bauchscheiben habe. Und der andere Grund ist, der Knochen verläuft genau in dieser Richtung oder der Knorpel und dann bekomme ich keinen Konflikt mit dem Messer beim Schneiden. Okay, da haben wir es auch schon geschafft. So, jetzt habe ich den Bauch in so einen Gastrobehälter gemacht, getan, gelagert, gepackt. Da kommt jetzt ein bisschen Öl drüber. Da habe ich einfach Rapsöl und betünche diesen Schweinebauch von allen Seiten, auch in den Ritzen, mit dem Rapsöl. Und wenn ich das gemacht habe, der einzige Grund ist, damit das Gewürz hält. Ja gut, wenn ich das gemacht habe, dann kommt das Gewürz da drüber. Und die Farbe von dem Gewürz, ohne dass es eingewirkt hat, ist schon mal genial. Kleiner Hinweis, da ist rote Beetepulver drin vom achterhof.de. Produktplatzierung. So sieht das dann aus. Und das lassen wir jetzt so 2-3 Stunden im Kühlschrank marinieren. Ihr könnt das natürlich auch gerne über Nacht machen, aber nach 3 Stunden sieht das Baby so aus. Wow. Und was mache ich damit? Das kommt in den Grill. Da habe ich so eine Tropfschale mit Wasser drin, weil Schweinebauch, viel Fett, kennt ihr, ja, der wird eine Menge rumtropfen. Und damit er mir den Grill nicht so dermaßen einsaut, Tropfschale drunter. Deckel zu, 170 Grad und dann lassen wir ihn erstmal 40 Minuten vor sich hin arbeiten. Ja, 40 Minuten später sieht er so aus. Um ihn gleichmäßig durchzugaren, drehe ich ihn jetzt einmal um und ja, schließe den Deckel und guck nochmal nach hier, mal ein bisschen die Spalten öffnen. nee, der ist noch nicht durch, da brauchen wir noch so 20 Minuten, denke ich mal. Also wieder Deckel zu und weiter geht's. Ja, tut mir leid, das muss jetzt leider sein. Das Gemüse ist dran. Das Gemüse muss geschnippelt werden. Da holen wir uns erstmal alles aus der Schüssel, was wir klein schneiden müssen. Hier die Zucchini, Lauch, Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und die Snackpaprika und da hier Petersilie. Ist so ein kleines Bund. Die Zuckerschoten allerdings, die lassen wir so, wie sie sind. Die werden nicht geschnippelt. Und jetzt habe ich mir gedacht, müsst ihr wirklich dabei sein, wenn ich hier Gemüse schneide? Ich glaube nicht. Ich werde das jetzt mal vorbereiten und dann mal das Ganze ein bisschen beschleunigen.
So, jetzt seht ihr mich mal in Echtzeit schneiden. Ja, das Gemüse ist fertig, aber ich habe noch die Zwiebeln vergessen. Die habe ich euch unterschlagen. Verdammt nochmal. Ja, wir brauchen noch zwei Zwiebeln. Das mache ich auch nochmal ganz schnell hier. Ratze, fatze. In grobe Würfel geschnitten, ab in die Schüssel und ja, so sieht der Topf dann aus. Nee, die Schüssel. Jetzt geht's um die Soße. Was mache ich damit? Das wird eine Glasur für den Schweinebauch. Ich nehme jetzt hier Sweet Chili Soße. Das sind so, ja, mögen es so 3 Esslöffel gewesen sein. So, weg da. Dann schnappe ich mir, oh, nun stell das weg, Jelly. Dann schnappe ich mir hier die Wustersoße. Da gibt es so 1 Esslöffel da rein. So, zack, zack, Tropf, Tropf. Und wenn wir das geschafft haben, dann nehmen wir das Rübenkraut. Wie gesagt, vielleicht heißt es bei euch anders. Das ist ein Nebenprodukt bei der Zuckerproduktion, aber saulecker. Melasse, keine Ahnung, wie das bei euch heißt. Da kommt ein Teelöffel voll rein und dann wird das ordentlich durchgerührt. Das müsst ihr kräftig rühren, weil das klebt am Löffel fest ohne Ende. Okay, einmal abschmecken und jupp, ist lecker. Dann nehmen wir das mal, einen Pinsel dazu und kümmern uns um das Baby. Ja, das Schweinebäuchlein, das war jetzt so, ja, insgesamt 60 Minuten drauf. Also der ist eigentlich fertig, aber wir glasieren ihn noch ein bisschen mit dieser leckeren, süßen Chili-Soße. Ja, nehmen wir uns einen Pinsel und reiben das mal schön ein und achten auch darauf, dass das schön in die Schlitze reinkommt. Boah, sieht das krass aus. Wow. Ja, der Schweinebauch ist ready to eat. Jetzt kommt noch eine Eisenpfanne. Wofür brauchen wir diese Eisenpfanne? Ganz einfach, da kommt ein bisschen Öl rein und dann garen wir darin, oder ich, nicht ihr, ich, ihr macht das hoffentlich mal nach, aber ich gare darin das Gemüse. Aber ich brutzel das jetzt nicht total durch. Ich möchte das richtig schön knackig haben. Also das muss angeschwitzt sein, das muss angebraten sein, aber da muss noch ein richtig schöner Biss drin sein. Dann ist das für mich Grillgemüse. So, jetzt das Gemüse ist so ein bisschen angebrutzelt, da gebe ich jetzt die Sprossen dazu, also Mungbohne und Sojasprosse. Und die Flüssigkeit aus diesem Glas, die gieße ich nicht weg, die bewahre ich mir auf, weil das wird sehr schnell sehr trocken da in der Pfanne. Und dann gebe ich gerne so ein bisschen von dieser Flüssigkeit aus dem Glas von den Sprossen dazu, so wie hier. Da ist von Haus aus schon so ein bisschen Zitronensäure und Salz drinne, da muss man nicht mehr viel nachwürzen. Dieser kleine Klecks Sojasauce, das war vielleicht, oh, keine Ahnung, noch nicht mal ein Esslöffel, muss vielleicht nicht sein, aber der gibt halt dieses, keine Ahnung, asiatische Aroma. So, Gemüse ein bisschen an die Seite geschoben und da kommt der dazu, der Schweinebauch. Sieht ja schon mal ganz nett aus, aber das reicht doch nicht. Jetzt schneide ich ihn in Scheibchen, nämlich genau da, wo ich die Haut vorhin eingeschnitten habe, schneide ich einmal gerade runter in Scheiben. Das geht hier so ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, da ist ja dieser Knorpel unten drin und da muss ich erstmal mit dem Messer durch. Und ja, genau so kommt das auf den Tisch und wird serviert. Sieht das toll aus? Haha, Leute. Und wenn ihr wüsstet, wie das duftet. Hey,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich sehr. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, Abo, sagt dem Nachbarn, ich mache geile Videos und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Jelly.